Herzlich willkommen bei Moondiver Movies. Heute geht's um die größten Mythen zur IT-Sicherheit. Die Cyberkriminalität wächst ständig und die Hacker werden immer raffinierter. Umso wichtiger ist es, sich dagegen zu schützen. Und nicht nur mit der zahlreichen Security-Software, die angeboten wird, sondern mit der Beachtung der folgenden Mythen. Das Internet ist inzwischen so gigantisch groß. Warum soll gerade mich jemand angreifen? Es gibt vollautomatisierte Angriffstools, die Hacker einsetzen, um Schwachstellen aufzudecken. Ein neuer, ungeschützter Computer, der erstmalig mit dem Internet verbunden wird, ist immer ein willkommenes Ziel. Ein Rechner ist in der Regel innerhalb von 7 Minuten voll in den Händen von Hackern. Auf meinem Rechner sind keinerlei wichtigen Daten, mit denen was einer anfangen kann. Jeder Computernutzer besitzt wertvolle Daten, zum Beispiel wie lokal gespeicherte Passwörter. Genauso wertvoll für Hacker sind Kontaktdaten von Freunden und Bekannten. Diese Infos sind gerade für Identitätsdiebe äußerst wertvoll. Um die Sicherheit kümmere ich mich dann, wenn ich merke, dass mich jemand angreifen möchte. Angriffe laufen immer, Tag und Nacht. Oft bekommst du davon gar nichts mit. Eine Security-Lösung mit Antivirus und Firewall sollte heute selbstverständlich sein. Ebenso immer up-to-date zu sein. Antivirus und Firewall genügen doch, um meinen Computer sicher zu machen. Jede installierte Software birgt potenzielle Schwachstellen und sollte mit Updates auf den Stand gehalten werden. Das gilt für Security-Software ebenso wie für jede andere Applikation. Wichtig ist auch, dass persönliche Passwörter und weitere Informationen über einen selbst vertraulich und sicher aufbewahrt werden. Ich habe die wichtigen kritischen Daten auf meiner Festplatte gelöscht. Also sind sie auch weg. Auch wenn die Datei nicht mehr angezeigt und gefunden wird, ist doch nur der Verweis darauf entfernt worden. Die eigentliche Information ist noch so lange auf der Festplatte gespeichert, bis sie mit einer neuen überschrieben wird. Erst mit speziellen Wipe-Tools, die Festplatten sektorweise überschreiben, werden Daten endgültig gelöscht. Gefährliche Websites lassen sich direkt erkennen. Cyberkriminelle tun alles, um eben das zu verhindern. Sie erstellen eine Webseite, die genau 1:1 dem Original ähnelt. Und dann reicht ein einziger Klick und der ahnungslose Besucher sitzt in der Falle. Ich kenne mich aus und bekomme es mit, wenn mein Computer infiziert oder unterwandert wurde. Früher vielleicht ja, heute nur noch bei schlecht gemachten Attacken. Die Entwicklung im Untergrund ist so weit fortgeschritten, dass kaum ein Nutzer noch merkt, wenn sein Rechner unterwandert ist und sein Rechner als Spam-Schleuder missbraucht wird oder andere Computer angreift. E-Mails meiner Freunde und Bekannten kann ich gefahrlos öffnen. Es ist inzwischen sehr einfach geworden, sich beim Versenden einer Mail als jemand anderes auszugeben. Wenn dir die Mail komisch vorkommt oder du dich wunderst, von demjenigen eine Mail zu bekommen, lieber erstmal nicht öffnen und sich vergewissern, ob sie auch von ihm stammt. So, ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Falls du weitere Videos dieser Art sehen willst, drücke einfach auf Abonnieren. Danke fürs Anschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.